Nein! Hui, moin! Oh, fühlt sich das wieder gut an. Ich habe wieder die GoPro am Start. Oh Gott, nee, die andere Kamera war nichts für mich. Ich glaube, da mache ich aber noch ein Video von. Habe ich schon erwähnt, ne? Also, Samstag, 7. November, 15 Uhr, kurz nach 3, irgendwie so plus minus. Nagelt mich nicht drauf fest, wie immer alle Angaben ohne Gewehr. Dann mache ich auch nochmal Angaben mit Gewehr, glaube ich. Ja, ich habe da ein neues. Das ist gar nicht schlecht. Ich wollte nur mal eben schnell Kartoffeln für den Laden holen, ein Lebenszeichen von mir geben und dann ist für heute wieder Schluss, dann ist es Samstag. Aber ich habe gerade festgestellt, gesehen, habe ich bei Instagram gesehen und da habe ich gesehen, Mensch, das ist ja bei Twitch, Kino. Ich habe das hier laufen. Kino streamt gerade live bei Twitch. Wie heißt denn der? Bug-Based Live. Also da müssen wir mal reingucken. Der ist ja gerade hier mit einem Kollegen am Grillen. Finde ich ganz interessant. Also, sollen wir mal weitermachen? Wie viele gucken da jetzt gerade? 49 Leute, also da müssen auch ein paar rein, ne? Da hilft ja alles nichts. Aber ich glaube, Keno ist auch ganz neu bei Twitch. Ich habe aber auch von Twitch nicht so richtig die Ahnung. Ich habe es installiert und jetzt habe ich Keno abonniert, gefolgt, oder wie das heißt. Ich sehe nur gerade. Nee. Keno. So geht das nicht. Da fehlen Gewürze. Da fehlen gute Gewürze. Guck mal hier unten. Ach, du hast ein Regal voll davon. Da fehlen aber die Gewürze. So, jetzt kommt mein Handy in die Tasche. Ich muss erstmal die Arbeit fertig kriegen und dann kann ich da nochmal reingucken. Kartoffeln holen. Sammelt er in meine Hose weiter oder was? So, nu. Schluss mit Sammeln. Also zumindest von einer Seite. Ich sammel doch eben. Ja, nee. Was ist denn hier los? Was liegt denn hier rum? Was ist denn das? Das sind doch hier Teile, Berechnungsteile. Wieso liegt denn das hier rum? Dichtung. Hä? Dichtung. Ist das aus dem Regal gefallen oder kann ja nicht angehen? Mann, Mann, Manfred. Das bleibt da liegen. Schöne Teile. So, ja, mit einer Hand, warte mal, ich muss ja gar nicht mit einer Hand. Dann machen wir anders. So. So ist schön. Ach, ich habe noch was vergessen. Da muss ich gleich noch eben. Habe ich das eben gesagt? Nee, habe ich gar nicht gesagt. Ne? Will ich noch sagen. Ich lade mir eben die Kartoffeln auf. Ich hole mir jetzt immer nur das, was im Laden fehlt. Weil vorne im Lager ist kein Platz. Da ist immer. Nein! Jetzt ist hier der Halter kaputt getüdelt, kaputt gebrochen. Nee. Oh Gott. Läufst du noch? Seid ihr noch da? Huh! Donnerschlag, das war jetzt aber scheiße. Das war aber scheiße jetzt. Mann, das hätte auch schief gehen können, ey. Hätte ich doch wieder die andere Scheißkamera nehmen müssen. So. Davon noch zwei, einen im Sinn. Und die Scheiße, 5 Kilo reichen nicht mehr. Na, 3 Stück habe ich ja noch. Die kommen gleich noch mit. So, Düsse. So. Na, dann muss ich morgen doch noch wieder welche packen. Naja, dann ist das so. Gibt Schlimmeres. So. Daybein. Ein ist doch noch. Joa. So. Tü. Das muss regnen. Dörrtau, Licht aus. Ja. So, denk. Komm mal wieder hierher. Ich wollte mir noch was erzählen. Ganz liebe Grüße wollte ich ausrichten jetzt. Ausnahmsweise. Das fragen immer viele. Kannst du mich mal grüßen und so. Wenn ich das machen würde, dann würden die Videos Kilometer lang werden. Die Videos sind Kilometer lang. Dann würden die Kilometer noch länger werden.
Die meisten, die es nicht betrifft, die würden sich langweilen. Deshalb kann ich das nicht machen. Also seid mir da nicht böse. Das geht echt nicht. Vielleicht mal im Livestream oder sowas zwischendurch, aber jetzt so in einem normalen Vlog, das wird den Rahmen echt sprengen. Das tut mir leid. Aber in diesem Fall jetzt noch einmal ganz liebe Grüße an Matze aus dem Emsland. Sondern Matze aus dem Emsland. Er ist gerade mit seiner Familie bei uns gewesen im Hofladen und hat total lieb so Geschenke mitgebracht für die Kinder. Ein bisschen was Süßes, für meine Frau ein bisschen Schokiges und für mich ein Bier. Einen großen Humpen Craft Beer. So 5 Liter sind das, glaube ich, ne? Boah. Geil. Also vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Mit Corona wäre natürlich schöner gewesen, wenn jetzt unser Café geöffnet hätte. Dann hätte ich euch auch gerne noch ein Spaghetti-Eis ausgegeben. Aber in dem Fall lässt sich da nur leider nichts machen, ne? Ist so. Aber für Corona, das haben wir ja gerade festgestellt, können wir alle nichts. So, also vielen Dank und ich hoffe, ihr seid gut nach Hause gekommen. Ich mache die Kamera jetzt aus. Pack jetzt die Kartoffeln in den Laden rein, Etiketten drauf, das habt ihr auch schon alles gesehen, muss ich heute nicht zeigen. Und dann gucke ich bei Keno nochmal bei Twitch kurz rein. Das mache ich wohl, ne? Also, ich denke mal, bis morgen. Vielleicht später, eher morgen. Morgen. Tschüss. Meine Fresse, jetzt springt die Scheißkarre nicht an, ey. Ich hab doch keine Zeit. Komm, komm, komm. Ah! Oh. Ich erzähle euch gleich, dass Montag ist. Jetzt muss ich erstmal jemanden suchen, der mich anzieht. Später. Warte! Warte mal! Winter, da kommt der Ärger mit dem Autowagen zurück, ne? Naja, Winter, weiß ich nicht, 5 Grad und da in der Garage 6 vielleicht oder so. Was soll man machen, wenn es anfängt zu frieren? Springt die scheiß Mistkarre überhaupt nicht mehr an. Meine Friese, ey. Boah. Ja, wie gesagt, gut, dass Björn schon da ist. Der hat gerade angefangen, die Bestellung vom Wochenende zu packen. Ich habe heute Morgen, da hatte ich die Kamera aber nicht dabei, habe heute Morgen wieder Kartoffeln gepackt für den Versand. Damit Björn jetzt munter die Pakete fertig kriegen kann und damit die dann heute Mittag auch mit der Post mit können. So ist der Plan. So, ganz kurz noch zum Thema Roboter, weil da auch einige Fragen kamen und da haben auch ein paar von euch geschrieben, die hätten wohl auch tatsächlich Interesse daran, den zu kaufen. Das ist wert nichts, der ist verkauft. Roboter ist verkauft, habe ich letzte Woche, ich glaube Freitag, also nachdem Mitte der Woche hat er sich ihn angeguckt und Freitag, glaube ich, war das, hatte er dann angerufen und hat gesagt, jo, will er wohl haben. Das Ganze geht als Komplettpaket mit.
Also dass man komplett melden kann. Der Roboter geht mit, die ganze CAS-Geschichte, die Steuerung, der Computer, ja, alles. Der Milchtank, die Milchtanksteuerung, Milchtankspülung, Mann, ey. Da ist eine Müller-Spülung dran. Ja, und der Tank halt mit 5000 Liter, beziehungsweise maximales Füllvolumen 5350 Liter, der geht auch mit. Also alles weg. Lili wird irgendwann, so ist zumindest der Plan, im November noch kommen und das alles ausbauen. Ob das dann schon direkt zu dem Käufer geht oder nicht, das steht noch nicht fest, weil derjenige da noch ein bisschen was für vorbereiten muss. Aber ist ja auch nicht weiter tragisch. Das Tragische daran ist nur, ich muss halt gucken, wo ich den hinstelle. Wenn das beim Käufer gar nicht passt, dann werde ich den wohl bei uns, da wo der Kompost war, in dem Bereich irgendwo nochmal inzwischen lagern müssen. Mal gucken, das sehen wir dann. Erstmal soll er raus, damit wir da dann auch in den Räumen irgendwann mal weiterkommen. Wenn mal Zeit ist. Wenn Zeit ist. Wenn Zeit ist, dann will er weitermachen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Puh. Er schafft Zeit. Wenn Zeit ist, macht er weiter. Später. Hui, das trifft sich ja. Der Akku hat nur noch 10%. Ich dachte, ich hätte einen vollen reingesteckt. Heute ist Dienstag, 10. November, und dieser Vlog neigt sich jetzt dem Ende entgegen, quasi zu Ende. Da habe ich jetzt, glaube ich, einen richtig kurzen rausgehauen, wie lange nicht. Ja, also heute, das ist jetzt schon wieder 11:30, heute ist auch zu 99% Büro angesagt. Ja, noch so viel zu tun, wie immer, noch nicht alles fertig. Buchführung hat Ina soweit, Gott sei Dank, durch. Das ist auch schon alles beim Steuerberater, die machen das fertig, das muss ja die Umsatzsteuervoranmeldung. Ja, heute geht sie oder ging sie zum Finanzamt, dass das schon mal alles klar ist. Ja, und dann ist Ina gerade dabei, die Steckmaschine in Gang zu bringen, beziehungsweise die ist ja in Gang, aber wir bereiten jetzt die Caps vor. Das soll dann demnächst mit den Caps losgehen. Wir werden das da dann so machen im Online-Shop, dass dann wirklich, die wir fertig haben, die stellen wir ein, und wenn dann mal kurz ausverkauft ist, dann dauert das ein bisschen. Das ist auch da wie beim Siebdruck Handarbeit, beziehungsweise wir haben natürlich eine Stickmaschine dafür, aber trotzdem muss man das alles händisch, die Kappe einspannen, und dann muss das alles passen, und das dauert alles auch ein bisschen. Also das geht halt nicht so schnell, das ist keine Fabrik, sondern ja, immer noch Handwerk. Ja, das dazu, weil da schon so viele Fragen kamen, wann kommen denn die Kappen. Da gibt es dann auch eine, ich hoffe, das klappt jetzt so, ich hab was Neues gebastelt am Rechner. Ich hoffe, das klappt jetzt auch so, wie wir uns das vorstellen. Das werden wir dann irgendwann, sobald wir die Datei auf der Stickmaschine haben und dann Probestick gemacht haben, werden wir es wissen. Einen kleinen Probestick haben wir gestern Abend gemacht. Das war mir zu klein. Also ein bisschen größer muss das noch. Ja, dafür muss die Stickdatei neu erstellt werden und so. Also einen kleinen Moment dauert das noch. Dann wird es, glaube ich, ganz geile neue Shirts geben in Kürze. Joachim ist dabei, die zu drucken. Er macht jetzt gerade das Sieb dafür fertig. Und da werde ich, so ist zumindest der Plan, am Donnerstag wohl nochmal eben vorbeifahren und hier die Kamera mitnehmen und euch das mal zeigen. Zumindest hatten wir es so jetzt abgesprochen. Wenn da jetzt nichts dazwischen kommt, dann solltet ihr dann am Sonntag da mal was zu sehen bekommen. Weil ich finde das hochinteressant. Ich habe das noch nie gesehen. Ich denke mal, dass das vielleicht den einen oder anderen von euch auch interessieren wird. Zumal das, wie gesagt, halt auch keine Fabrik ist, sondern Handwerk, und das finde ich mal geil. Sowas gucke ich mir selber gerne an, und ich könnte mir vorstellen, dass ein paar von euch das vielleicht auch interessant finden. Ja, landwirtschaftlich ist im Moment ja nun nicht wirklich so viel los. Deshalb gibt es auch nicht viel zu filmen, und das habe ich im letzten Vlog ja schon gesagt. Was machen wir denn jetzt? Soll ich jetzt einmal die Woche oder bei zweimal die Woche bleiben und dann das Material, was da ist, halt nehmen? Und ich glaube, das ist bald die beste Lösung. Dann wird es jetzt hin und wieder mal kürzere Vlogs geben.
Aber dafür sind wir alle auf dem Laufenden. Das finde ich eigentlich auch schöner. Da müssen wir mal gucken. Ich denke, so machen wir das weiter. Also, vielen Dank fürs Reinseppen. Es gibt demnächst viele Neuigkeiten im Shop und hier. Seid gespannt. Danke, reinhauen. Wir sehen uns.